6. Hast du überhaupt den Weg nach unten, Digga, Jimmy? Nö, okay. Keine Ahnung. Wollen wir das Ende durchziehen mit seinem Person? Danke. Ich heiße Nicole Pires, ich bin 33 Jahre alt und ich kämpfe auch für Team Mossan und für das Team Assad. Erster Kampf. Ich habe versucht, mir vorzustellen, aber ganz schwer. Deswegen bin ich da reingegangen mit ganz gemischten Gefühlen und Vorstellungen. Aber ich bin ganz zufrieden. Also, es geht ganz viel durch bei mir heute. Wie gesagt, ich habe K1 gekämpft. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Bei mir war auch erster Kampf und ganz schöne, große Überraschung. Und ist alles gut gelaufen, sage ich. Ja, ganz viel aufgeregt und jetzt komme ich aber langsam wieder runter. Ja, ich habe gemerkt, dass ich habe stark gekickt, das konnte ich merken von der Reaktion von den Gegnerinnen und da habe ich gemerkt, da konnte heute schon meine Waffe sein und anscheinend hat es auch geklappt. Ich habe voll die tolle Feedback bekommen, ich denke, sie sind alle stolz auf mich, ich bin auch ganz stolz auf Team, auf meinen Mann, ich bin stolz, dass sie mich begleiten im Ring, die haben mir auch ganz viele tolle Motivationen gegeben. Und ja, ich denke, sie sind auch stolz auf mich. Nochmal, sehr schön. Sehr gut, weiter.
Genauso stark wie sie. Nach drei Runden müssen wir ganz auf meine Punkte entscheiden. Die Punktrichter werden den Kampf einstimmen. Für die Gewinnerin aus der roten Ecke, Nico! Zufrieden. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich da gegeben habe und freue mich schon auf den nächsten Kampf.